Amogus. Asolus. Amolodus. Amogus mit Onomar, let's go! Wildeste Antwort, die ich je gehört habe. Ich sag dir ehrlich, der Amoga, Amogus, Amoga, Amaterasu. Mit Onomar! Mit Onomar! Boah, ich bin Imposter, Digga, nein! Boah, ich auch, krass! Amogus. Digga, schön wär's, wenn ich mein Imposter wäre. Ich bin immer nur Crewmate und darf dann die ganzen Tasks machen. Ich setz mich jetzt auf den Stuhl. Das muss ein Troll gewesen sein. Also wenn Oma wirklich Imposter ist, dann cringe. Wir machen unseren Download. Und gehen direkt runter. Weil, Licht ist gefixt. Oma steht einfach vor der Cam. Ich glaube, der ist wirklich Imposter. Warte, ich hab ne Idee. So, wir gehen einmal hin und moven uns Odemann hoch. Wir machen jetzt was Lustiges. Odemann! Odemann! Ah, ja, du bist hier. Bist du wirklich Imposter? Nein, ich bin Ingenieur, das wollte ich dir gerade zeigen. Schade, ich dachte, wir könnten es so auf Games machen, so Assassinen. Nein, aber du weißt, ich bin safe. Ja, ja, wir nehmen dir jetzt so Hops, wie die uns Hops genommen haben. Okay, safe. Aber lass wieder runtergehen. Also immer, wenn ich vorher huste, okay. Ist die weit war. Okay. Ich weiß, es war schwarz. Okay. Ja. Willst du dazu, etwas sagen? Wir haben alle gesehen. Du bist Ingenieur. Aha. Okay. Und warum tötest du dann jemanden, rennst in den Vent rein, springst dann wieder... Also der Ingenieur kann nicht töten. Also das kann der Ingenieur nicht. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber der Ingenieur kann nicht töten. Das kann nur der Imposter. Interessant. Groove, es sieht sehr schlecht für dich aus, denn wir influencen dich jetzt tot. Wen du getötet hast, kann ich dir sagen. Die Person, die ich reportet habe. Wen hast du reportet? Der Hellblau, glaube ich, war das. Ach so. Okay, also sagst du, du bist Ingenieur. Warum spielst du noch, Kalle? Lass ihn doch einfach weginfluencen. Okay, genau, stimmt, wir sind Influencer. Weg mit dir. So, weg mit Groove, er hat ihn gekillt, weil ich bin eigentlich der Ingenieur. Was sagst du jetzt, Groove? Oh. Ich bin vor jedem gewendet und ihr habt alle gesehen, ich bin direkt reingewendet. Er ist vor allen direkt am Anfang reingewendet und ihr habt mich gesehen, denn ich bin der Ingenieur. Neil. Oh, und wir haben nur einen Ingenieur eingestellt. So ein Ding ist das nämlich. Groove. Du sagst CD, was für dazu? Eine CD? Du sagst CD. Was für CD? CD-Player oder was? Groove, das sieht nicht gut aus für dich. Sag ich dir ehrlich. Imposter im Popo. Ah, das tat weh. Okay, wir sind mute. Digga, wir haben richtig eklige Plays am Start. Darum, bleibt um die bis zum Ende dran, weil ich habe echt wilde Ideen. Wir haben einen Ingenieur in unseren Reihen. Der Ingenieur ist bekannt. Es ist jetzt auch geproved, dass er Ingenieur ist. Bedeutet... im Umkehrschluss, dass er jetzt einfach in den Vents chillen kann. Wenn die Imposter halt da reingehen oder da vorbeilaufen, wissen wir instant, wer der Imposter ist. Und darum ist der Ingenieur so stark. Aber ich glaube, dafür, dass er Ingenieur ist, muss Odemann jetzt sterben. Habe ich so ein Gefühl. Aber wenn Odemann stirbt und jemand ihn sieht dabei, ist durchgespielt wieder, versteht ihr? Boah, wir müssen... Ich habe eine Idee. Okay. Da war Lila. Okay. Jetzt fliegen die ganzen Leute einfach nacheinander raus. Das ist jetzt nicht so toll. Aber egal. Buri ist in den Camps. Okay. Wo ist Odemann? Wir brauchen Odemann. Mit ihm können wir so geile Plays machen, wenn wir wissen, wo er ist. So. Task fertig. Kommt sabotated. Mach ich easy reparieren. Pass auf. Boom. Ich bin Master in Task, wisst ihr? Ich habe die Task schon so oft gemacht, ich kann die gefühlt auswendig. Ich glaube, der sucht auch Odemann gerade buchstäblich. Aber wo ist er? Vent-Dreieck? 1, 2, 3. Geht einer auf? Nein. Okay, im Vent-Dreieck ist nichts passiert. Odemann ist auch am Leben. Nice. Guck mal, wir sehen sogar die Buchstaben. A, X und M. Okay. Jetzt hat die Frage, tötet einer den anderen? Die wissen nicht, dass ich hier bin, ich bin außerhalb der Sicht. Odemann geht's gut. Das ist wichtig für mich. Max und Odemann sind beide hier. Da
Das heißt, wenn jetzt ein Kill passiert ist, sind beide safe. Das werde ich vergessen, dafür sind aber welche rausgeflogen. Das wird uns das Ganze ein bisschen erschweren. Aber ich muss einen Button drücken. Ich weiß, wie viele noch leben. Einen kleinen Test-Emergency-Button. Weil, ich bin dir ehrlich, es sind viele Leute rausgeflogen. Ich wusste nicht mehr, wie viele noch da sind, wie viele noch leben und alles. Es ist aber auch keiner gestorben. Also ist alles gut. Es war nur so ein kleiner Test. Hä, doch? Nee, die sind rausgeflogen. Die hatten Disconnect. Ach so. Wir hatten keine Leiche gefunden. Nicht, dass jetzt der... Ah nee, das geht nicht, ne? Nee, wir haben einen Imposter raus. Dementsprechend muss der Imposter jetzt noch 3 Leute töten, damit er gewinnen kann. Oh, der Imposter hat ein kleines Problem. Und ich sag dir ehrlich, Kalle, in der Runde waren du, ich und Skillermax oft zusammen. Mhm. Und in der Runde hat Buri wenigstens wieder nichts gemacht, außer versucht, auf Detektiv Collins seine Sachen rauszufinden. Erklär mir das bitte, Buri. Warum hast du keine Task gemacht? Warum hast du keine Task gemacht? Sonst kriegst du ein Vote gleich in die Fresse. Ist so. Wir sind die Detektive. Du bist du. Ist so. Ah. Die ganze Zeit in den Camps waren Skillermax und Domain. Und ich war in der Nähe. Auf und zu, ja. Okay, wo warst du denn, Saftiger? Einfach SAF-Tiger. Hey, guck mal, das Ding ist, wir haben eigentlich schon gewonnen, Kalle. Theoretisch? Deswegen kaum noch krass. Ja. Alles klar, einfach Hälfte von Task fehlt, weil er geliebt ist. Ist so. Leute, macht eure Task. Muss man warten für Medbay. Mal atmen, Electrical und Navigation. Wer hat denn jetzt noch Tasks? Weil es ist ja noch ein guter Balken, der fehlt. Ich glaube, ich habe noch einen. Ich habe auch noch eine einzige. Ich eine. Dann würde ich sagen, machen wir unsere Task fertig. Welche hast du? Warte mal, Saftiger, du kannst ja die Karte öffnen. Welche Task hast du denn noch? Bei Camps. Und wobei, also, wenn du das so ein bisschen vor Camps. Okay. Okay, dann schauen wir uns das mal gleich genauer an. Ich weiß, welche Task das ist. Die Frage ist nur, ob er die wirklich hat. Okay, dann würde ich sagen, ich skippe. Aha. Und wir gucken uns an. Buri ist sus. Wie es mit den Tasks ist. Das ist der Punkt. Buri ist nicht sus. Der Imposter hat natürlich auf Kampf einen rausfordert. Darum wurde Buri gevotet. Dadurch ist Buri jetzt weniger sus als davor. Er hat es eingesammelt und rennt zum Alarm. Also Buri ist für mich safe. Für mich ist gerade Buri safe. Odoman ist auch safe, weil er ist Ingenieur. Also es ist entweder ein Skiller Max oder ein Saftiger Sam. Okay, aber ich glaube, es ist eher Saftiger. Weil der rennt hier rum wie ein falsches Hühnchen. Es wird Saftiger sein, bin ich mir ziemlich sicher. Skiller Max macht sein Ding. Also wenn ich jetzt ein Guess abgeben müsste, ist es Saftiger Senf. Zu 100%. Ich hab alles... Bameningnung. Wo war denn die Leiche? In Cafeteria. In Cafeteria? Mhm. Aber das ist ja jetzt einfach, Bro. Klar, es kann ja noch Max oder Buri sein, weil Max kam von Cafeteria. Kalle, irgendwie vertraue ich dir nicht mehr ganz. Ich war bei den Dings am Einstellen, bei den Reaktor. Bei irgendwie vertraue ich Kalle nicht mehr ganz. Ich habe meinen ersten Imposter rausgehauen, wenn ich das gewesen wäre. Ja, ich vertraue dir nicht. Ja, okay, dann bin ich's. Dann vote mich. Ich habe gewotet. Ohne was zu sagen, ohne was zu reden. Ich habe gewotet. Okay. Max, wen hast du gewotet? Das will ich jetzt wissen. Musst du nicht sagen. Bro. Musst du nicht sagen. Wenn du innocent bist. Nein. Ich vertraue Kalle nicht mehr. Vertraue nur mir. Ich bin wirklich der wahre Engineer. Bro, du kennst... Ich habe jetzt einen 7 Milliarden IQ-Play. Dafür muss ich aber wissen, wen er gewotet hat. Okay, dann sag's, Skillermax. Wen hast du gewotet, Skillermax? Buri. Okay, wen hast du gewotet, Odoman? Buri. Okay, jetzt ist nämlich der Punkt. Buri votet Skillermax. Weißt du warum? Warum? Ich habe letzte Runde erklärt, bei 4 votet man nicht. Das ist dumm. Das ist dumm. Kalle hat recht. Und wenn Buri der Imposter ist? Nee, ich hab Skillermax gewotet. Wenn du jetzt gibst, bist du raus. Ja. Er ist raus. Und jetzt dachte er, er ist der Schlaue, wenn er Imposter gewesen ist und deswegen den Vote sabotiert hat, ist er trotzdem raus. Oh. Verstehst du jetzt den 400 IQ-Play dahinter? Schlau. Das war schlau, was Buri gemacht hat. Nee. Das war dumm, weil wir gewonnen haben. Genau. Der Imposter wollte den Vote sabotieren. Egal, was ich gesagt hätte. Darum wollte ich wissen, wer wen gevotet hat.
Und dadurch hat er sich selbst hops genommen. Wir haben gewonnen und ich war Engineer. Tschüss, ihr Bammelingungs. Tschüss, ihr Bammelingungs. Und Leute, dann würde ich sagen, das war eine kurze, aber sehr witzige Folge. Darum schaut das nächste Mal gerne wieder rein. Checkt Odo mal ab und bis zum nächsten Mal. Euer Kalle. Ciao.